Ja, ich bin neulich mal durch unser Präsenzlager im Medienhaus gegangen und habe festgestellt, wie viele Herzmotive wir haben. Ganz viele Herzmotive, von Schokoladenherzen bis ausgestanzten Herzmotiven. Das hat ja einen bestimmten Grund, dass am Anfang unseres Lebensauftrages das Herz Gottes steht, das für uns schlägt. Das Herz Gottes, was uns sieht in unseren Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und das Herz Gottes spürt uns auf und möchte uns in Bewegung bringen, dass wir selbst etwas von unserem Herzen mitteilen, dass wir etwas nicht bei uns behalten, was unser Leben verändert hat. Ich denke oft an Petrus und Johannes, die mal vor den Richter gezerrt wurden vor ein paar tausend Jahren, weil sie als Nicht-Theologen einfach öffentlich Stellung genommen haben und Evangelium verkündet haben. Und sie sagten, wir können es nicht lassen, davon zu reden und zu zeugen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt, wer einmal von der Liebe Gottes ergriffen ist, der kann es fortan nicht mehr lassen, davon zu reden. Und dieser Auftrag ist ein Herzensauftrag. Das ist nicht ein Befehl, zu dem man sich hinzwingen muss, sondern das kommt pulsierend aus uns heraus und möchte sich mitteilen und möchte andere Menschen anstecken. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft und Generation in dieser Informationsflut vor allen Dingen eins Mangelbare ist, dass nicht nur eine Nachricht weitergegeben wird, sondern ein Herz dahinter steht, voller Empathie und Sympathie, voll Interesse für mich und mein Leben. Und das ist der Auftrag der Stiftung Marburger Medien. Das war immer unsere Berufung. Und ich habe wirklich noch nie erlebt, dass irgendein Mensch sagt, das will ich nicht. Weil er gespürt hat, da steht ein Mensch dahinter, der gibt mir ein Stück seines Herzens, der nimmt sich Zeit für mich, der will wissen, wie es mir wirklich geht. Und insofern ist das eine Herzkollektion vom Allerfeinsten, die wir auch in diesem Jahr wieder für Sie vorbereitet haben. Sie als unsere Multiplikatoren und Mitverantwortliche für diese Aufgabe können sich reichlich bedienen. Und wir können die Grafik machen, das Design, den Text. Aber wie es überbracht wird, ist allein Ihrer Fantasie überlassen. Und da können wir immer wieder nur sagen, lassen Sie es von Herzen kommen. Dann wird es nicht verbiestert, dann wird es nicht zwanghaft, dann wird es nicht streng. Lassen Sie einfach Ihr Herz sprechen für die beste Botschaft der Welt.